Task Strength bedeutet wörtlich übersetzt Fassstärke. Und damit meint man einen Whisky, der aus dem Fass entleert wird und kurz abfiltriert wird, damit man die Fassrückstände entfernt und dann unverdünnt in die Flasche kommt. Bei manchen Whiskys schreibt man das sogar drauf, wie beispielsweise hier. Da steht dann Cask Strength drauf. Da weiß man, das ist ein Fassstärke-Whisky. Der wurde also nicht verdünnt, bevor er in die Flasche kam. Auch unsere aktuelle Henfield-Abfüllung ist eine Fassstärke-Abfüllung. Die hat 60,7 Volumenprozent. Der kommt direkt aus dem Fass in die Flasche. Es ist dabei unabhängig, ob das jetzt eine Einzelfassabfüllung ist oder ob man hier mehrere Fässer zusammengibt, um zum Beispiel einen Cuvée zu machen, was ja nach wie vor, solange es ein Malt Whisky ist, der aus einer Brennerei kommt, ein Single Malt Whisky ist. Die Fassstärke, die variiert je nachdem, wie lange der Whisky in diesem Fass gelagert ist. Es kann so 55% bis 60-65%. Es kann richtig variieren. Es gibt aber auch Whiskys, die 20, 30, 40 Jahre im Fass sind. Meist wird es dann wirklich nur als Einzelfass abgefüllt. Und so ein 40- oder 50-jähriger Single Malt kann dann durchaus nur noch eine Alkoholkonzentration nach der Reifung von 40 oder 41 Volumenprozent haben. Dann schreibt man gerne dann in Klammern dazu Cask Strength, damit der Konsument auch weiß, hey, da wurde nichts mehr verdünnt mit Wasser, das ist die Alkoholkonzentration, die dieser Whisky nach dieser langen Zeit der Reifung im Fass bekommen hat.